In unserer Demokratie gibt es gewählte Volksvertreter, die die Interessen der Menschen eines Landes vertreten. Immer häufiger treffen Politiker Entscheidungen, die von einer Mehrheit der Menschen nicht gewollt sind. Aalen geht einen anderen Weg. Bei größeren Investitionen werden die Aalener Bürger gefragt. Aktuell soll das Pflaster auf dem Aalener Marktplatz erneuert werden. Die Fugen sind zu tief, die Randbereiche zwar flach, aber für behinderte Menschen noch hoch genug eingefasst. Ziel des Umbaus ist Barrierefreiheit und eine Attraktivierung des Marktplatzes. Dazu haben sich die Verantwortlichen in anderen Gemeinden umgesehen. Zwei Musterflächen stehen den Bürgerinnen und Bürgern einen Monat lang zum Testen bereit. Die Probeflächen sind ausreichend groß dimensioniert, um es auch Rollstuhlfahrern, Rollatornutzern und auch Kinderwagen zu ermöglichen, eine realistische Vorstellung von den Eigenschaften der jeweiligen Pflasterung zu bekommen. Über Abstimmungskarten können die Aalener sich für eine Fläche entscheiden. Die abschließende Entscheidung über das Marktplatzpflaster wird der Rat der Stadt Aalen treffen. Die Stadt erwägt, beim Land einen Zuschussantrag dafür zu stellen. Kalkulierte Gesamtkosten 1,377 Millionen Euro. Sie erhofft sich aus dem Stadterneuerungsprogramm einen Zuschuss von 1,1 Millionen.